Was sehen Sie, Frau Back? Kommt alles weg. Ja, hier muss noch was ganz anderes weg, Herr Schögel. Da sehen Sie, schon wieder eine Feder im Eingang. Ich werde das Herrn Amminger melden. Nein, bitte, Frau Back, das brauchen Sie nicht. Ich kümmere mich sofort drum. Mache ich doch immer. Gut, dass wir es sagen. Tja. Was sagst du? Was soll ich sagen, mein großer Architekt? Kaum zu glauben, dass das der alte, miefige Dachboden war, auf dem wir immer gespielt haben. Und auf dem wir uns das erste Mal geküsst haben. Ich wollte, ich hätte das alles für uns gebaut. Dann wäre einiges einfacher. Ja, das wär's. Noch 5 Minuten und ein neues Leben beginnt. Wo bleibt denn Benny? Der kommt schon. Philipp wird gleich hier sein. Du hast doch gesagt, er geht immer übers Dach. Und was ist, wenn sie... Es ist alles geklärt. Was soll denn passieren? Wenn Philipp Benny alles erzählt ohne uns, dann... Wir dürfen jetzt nichts riskieren. Ich gehe rauf und hole ihn. Drecksviecher, verdammt. Geknallt gehören die. Wir werden noch gefüttert. Wo sind wir denn hier? Herr Amminger, sind Sie das? Herr Amminger! Amminger! Geh mit ihm ins Haus, na los. Ich hab's gesehen, Herr Schögel. Ich hab alles gesehen. Ich ruf die Polizei. Was denn? Was haben Sie gesehen? Rufen Sie einen Krankenwagen, einen Krankenwagen! Scheiße, Scheiße. Sag mal, Horst, hörst du mir eigentlich zu? 3 Tage die besten Rockbands der Welt. Feuerstuhlshow, Miss Wett T-Shirt Contest mit echten Playmates, das ist der absolute Wahnsinn. Dass ihr euch immer noch ködern lasst von so niederen animalischen Reizen. Niedere animalische Reize. Was heißt hier eigentlich immer noch? Horst, das ist Spaß und Action pur. Das ist Stress, Theo. Reiner Stress. Ich wüsste da weitaus bessere Möglichkeiten für Manni, seine Überstunden einmal besinnlich, ruhig und vor allem erholsam abzufeiern. Ja, soll er vielleicht mit dir nach Bayreuth fahren? Und? Ist Manne gut weggekommen? Ja, er sitzt auf seinem Feuerstuhl und reitet der Sonne entgegen. Philipp Amminger, 27 Jahre, Sturz vom Dach. Das ist, was er bei sich hatte. Die Spurensicherung ist schon oben. Und Selbstmord kannst du definitiv ausschließen? Naja, also nach dem, was ich bisher erfahren konnte, ist es eher unwahrscheinlich. Philipp Amminger war Eigentümer des Vorderhauses und des Seitenflügels, in dem er auch vorübergehend im 4. Stock gewohnt hat. Vorübergehend? Er hat sich gerade das Dach im Vorderhaus ausbauen lassen, wollte nächste Woche einziehen. Springt man doch nicht 4 Tage vorher vom Dach. So ein Ausbau ist ziemlich teuer, vielleicht hat er sich übernommen. Mit den Mieteinnahmen von 2 Mehrfamilienhäusern. Also die erzählen andere Geschichten. Nach ihrer Meinung war Philipp Amminger nicht alleine auf dem Dach. Die Kollegen haben Blutflecken und Spuren eines möglichen Kampfes gefunden. Und dann gibt es da noch eine Zeugin, die behauptet, alles gesehen zu haben. Aha, und was sagt sie? Die Vögel waren's. Was? Vögel? Ganz recht, Herr Kommissar. Es war wie bei Hitchcock. Sie kennen doch Hitchcock. Wie in dem Film haben den armen Herrn Amminger angegriffen, sind immer wieder auf ihn runtergesaust. So und so und so. Der Herr Amminger hat sich gewehrt wie ein Verrückter. Herr Amminger! Frau Back, meine Kollegin hat von anderen Mietern erfahren, dass außer Herrn Amminger und den Vögeln noch jemand auf dem Dach gewesen sein muss. Glauben Sie etwa, ich meine, die Tauben hätten das alleine gemacht? Natürlich war da jemand. Der verrückte Junge, der Benjamin aus dem Vorderhaus, der hat die Tauben gegen Herrn Amminger aufgehetzt, ganz sicher. Ein Junge? Haben Sie ihn auf dem Dach gesehen? Er füttert die Tauben. Jeden Mittwoch um 14:50 Uhr. Seit Jahren, egal ob es regnet oder schneit.
Er füllt so einen Automaten. Glauben Sie mir, er war da. Und als der Herr Amminger runtergefallen ist, war es genau Punkt 2 Uhr. Also meine Uhr geht richtig, das können Sie mir glauben. Haben Sie gesehen, ob Herr Amminger kurz vor seinem Sturz von dem Dach mit dem Jungen oder jemand anderem gesprochen hat? Gestritten hat er mit dem Jungen. Ja, nicht heute, schon vor ein paar Wochen. Da oben auf dem Dach hat er vor ihm gestanden und hat ihn angebrüllt. Er würde das Dach vor ihm verschließen und er würde jeder einzelnen Dreckstaube den Hals umdrehen, wenn er nicht mit dem Füttern aufhört. Ja, recht hat er gehabt. Was haben diese Viecher hier zu suchen? Und was passierte dann? Ja, dann kam Frank, der älteste Sohn vom Schögel, von unserem Hausmeister, aufs Dach und hat den Herrn Amminger beruhigt. Und dann sind sie zusammen in die Dachwohnung gegangen. Ja, den sollten Sie mal fragen, was passiert ist. War der auch dort? Ja, nicht nur er. Als der Herr Amminger runtergefallen war, kamen der Reihe nach alle drei Schögelkinder auf die Terrasse. Der Frank, die Angela und als letzter Benjamin. Und als der Frank mich gesehen hat, ja, da hat er den Benjamin sofort zurück in die Wohnung geschoben. Na, das sagt doch alles. Was glauben Sie denn, dass das alles sagt? Na, hören Sie mal. Die stecken doch alle unter einer Decke. Der wusste doch, dass der Benjamin auf dem Dach war. Er wollte ihn vor mir und vor den anderen verstecken. Na, ihn beschützen. Ist doch sein Bruder. Stiefbruder. Vor 15 Jahren sind Benjamins und Angelas Eltern beim Autounfall ums Leben gekommen. Danach hat mein Vater die Vormundschaft für die beiden übernommen. Und seitdem wohnen Sie zu viert in einer Zwei-Zimmer-Wohnung hier im Haus? Früher haben wir gemeinsam unten gelebt. Vor einigen Jahren sind Angela und ich nach Hamburg gegangen. Die alten Wohnverhältnisse haben wir jetzt nur, weil ich wegen dem Ausbau der Dachwohnung vor Ort sein musste. Angela ist erst seit gestern hier, zur heutigen Einweihung. Dann haben Sie die Dachwohnung hier ausgebaut? Ich bin Architekt. Ich habe sie geplant und dafür gesorgt, dass ihr Termin gerechtfertigt wird, ja. Und da holt Sie Herr Amminger extra aus Hamburg, sich einen Münchner Architekten zu nehmen? Das wäre doch sicher sehr viel einfacher gewesen, oder? Wir sind hier mit Philipp aufgewachsen. Ich kenne das Haus und den Dachboden besser als sonst irgendjemand. Frau Richter, die Frau Brack hat uns von einer Behinderung erzählt, die ihr Bruder Benjamin hat. Na, das nenne ich doch mal eine gute Wortwahl, Frau Brack. Soweit ich mich erinnern kann, nennt sie Benny doch sonst immer nur verrückt. Frau Richter, bitte. Frau Brack sollte sich, so wie die meisten, ein klein wenig mehr Mühe geben, über das, was anders und fremd um sie herum ist, besser zu informieren. Dann bräuchten Sie uns das jetzt nicht fragen. Herr Schögel, das hätte ich so oder so gemacht. Frau Brack will nicht fragen. Frau Brack will nicht verstehen. Frau Brack wertet allein über das, was sie sieht. Genau wie mit den Tauben. Ein paar schlagende Flügel und mein verrückter Stiefbruder mit einer Taubenfernbedienung hinterm Schornstein. Benny hat nichts mit dem Sturz zu tun. Er stand bereits vor der Wohnungstür, als ich ihn zur Einweihung holen wollte. Frau Brack und die anderen Mieter haben ausgesagt, dass ihr Bruder auf dem Dach leben würde. Benny ist Autist. Er schafft es nicht für längere Zeit in geschlossenen Räumen oder in der Nähe anderer Menschen zu sein. Er braucht sehr viel Freiheit und die hat er auf dem Dach. Philipps Mutter war damals noch die Eigentümerin beider Häuser. Auf Bitte meines Vaters gab sie Benny die Erlaubnis, das Dach zu nutzen. Er hatte seine Freiheit und wir die Möglichkeit, immer bei ihm zu sein. Und seitdem ist er immer auf dem Dach? Zum Essen und zum Schlafen holt ihn mein Stiefvater runter. Und einmal in der Woche zu seiner Maltherapie. Ansonsten ist er immer dort, ja. Hallo. Servus. Wie weit seid ihr? Wir sind fertig. Na, ihr müsst mal gucken, ob ihr eine gute Arbeit gemacht habt. Dann schauen wir. Sie glauben dem alten Drachen, nicht wahr? Schießen sich gerade richtig schön auf Benny ein, oder? Herr Schögel, ich gebe mir nur Mühe, mich besser über das zu informieren, was fremd und anders um mich herum ist. Philipp hat sich schon immer über die Tauben aufgeregt und ist auch öfter mal laut geworden, aber von Streit kann überhaupt keine Rede sein. Benny kann gar nicht streiten. Autisten nehmen uns oft gar nicht so richtig wahr. Und schon gar nicht in Konfliktsituationen. Sie schotten sich ab und konzentrieren sich auf andere Dinge. Genau das hat Philipp noch wütender gemacht. Aber was sollte er tun?
Mein Vater hat damals mit Philipps Mutter den Mietvertrag gemacht. Für genau 1 Euro im Monat kann Benny auf dem Dach leben, wie und solange er will. Der Vertrag war bindend für Philipp. Er musste Benny auf dem Dach dulden, ob er nun wollte oder nicht. Aber wenn er sich so darüber aufgeregt hat, warum hat sich Herr Amminger dann immer wieder dort blicken lassen? Warum die Gänge über die Dächer? Seine krankhaften Kontroll- und Profilierungszwänge. Profilierungszwänge? Ja, vor seiner Mutter und den Mietern. Vor 2 Jahren hat ihm seine Mutter die Häuser überschrieben und hat sich zur Ruhe gesetzt auf Sardinien. Seitdem lag die Verantwortung für die Häuser ganz allein bei ihm. Der Dachausbau hier, das war doch erst der Anfang. Der Boden im Seitenflügel sollte ausgebaut werden. Mann, der hat sich echt übernommen. Der Stress hat ihn krank gemacht. In den letzten Wochen immer wieder diese Schwindelanfälle. Schwindelanfälle? Ja, wir haben das selber immer wieder erlebt auf der Baustelle. Plötzlich verdrehten sich seine Augen und seine Beine knickten ihm weg. Genauso muss das heute auf dem Dach gewesen sein. Aufgefordert, zum Arzt zu gehen. Immer wieder. Aber er wollte nicht auf mich hören. Sie müssen uns glauben. Benny hat nichts mit dem Sturz zu tun. Es war ein Unfall. Hagenberg, sind Sie wahnsinnig? Ich will nur mal die Aufprallmarkierung sehen. Ich will ja nur die Aufprallmarkierung sehen. Hallo? Sind Sie wahnsinnig? Wer sind Sie denn? Der Hausmeister. Und Sie? Hagenberg, Soko 5130. Ach. Gut, Klaus Schögl. Wir wollten nur nachsehen. Was nachsehen? Wegen ihm. Wir wollten nachsehen, ob Ihre Kollegen irgendwas bei ihm in Unordnung gebracht haben. Es ist für ihn ganz wichtig. Ordnung, Pünktlichkeit ist das Entscheidendste für ihn. Mehr als für uns Normale. Da fehlt ein. Ja, bestimmt die Polizei. Weißt du was? Ich kaufe dir eine viel schönere. Eine ganz neue. Ja? Wie oft sind Sie eigentlich auf dem Dach? So oft ich kann. Ich will ja bei dem Jungen sein. Ich habe auch eine Aufsichtspflicht. Aber heute waren Sie noch nicht hier. Nein, ich habe ja heute den Keller leer geräumt, weil sich Frau Brack beschwert hat. Ja, die ist schön. Frau Brack. Und sie hat als einzige unterschrieben. Als Philipp Amminger mit seiner Unterschriftenliste die anderen Mieter abgeklappert hat, muss ihre Unterschrift schon drauf gewesen sein. Er wollte den Jungen um jeden Preis vom Dach haben. Du meinst die Tauben? Nein, auch den Jungen. Er hat versucht, die anderen Mieter davon zu überzeugen, dass ein behinderter Junge ins Heim gehört und nicht aufs Dach. Hat den alten Schögl und Frau Richter vor den anderen schlecht gemacht. Wie verantwortungslos sie als Vormund und Geschwister sind. Und sonst hat keiner unterschrieben? Bis auf die Brack mochte ihn jeder und hat auch kein Problem mit den Tauben auf dem Dach. Außer über den Amminger, da haben sie anders gesprochen. Verwöhnter Bengel und arroganter Mistkerl waren noch die nettesten Bezeichnungen für ihn. Habe ich was verpasst? Ich erzähl's dir später im Wagen. Okay. Susanne, ich möchte, dass du morgen als erstes die Mutter von Philipp Amminger benachrichtigst und finde heraus, ob es bei der damaligen Mietvereinbarung zwischen ihr und Herrn Schögl Punkte gab, die vielleicht doch eine fristlose Kündigung der Dachnutzung ermöglicht hätten. Das würde die Unterschriftenaktion erklären. Und du schaust dich morgen als erstes in Philipp Ammingers Wohnung um. Vielleicht findest du ja Unterlagen über so eine Vereinbarung. Und dann nimmst du die Zeit, wie lange man braucht, um vom Schornstein in die Dachwohnung zu kommen. Und du? Hast du den Jungen auf dem Dach gesehen? Und ob? Ich erzähl's dir im Wagen. Obwohl, Junge ist ja wohl etwas übertrieben. Weil er Autist ist? Mutter Amminger scheint's mit der Ruhe auf ihrem sardischen Alterswohnsitz äußerst ernst zu nehmen. Keine Reaktion. Bleib dran. Erste Ergebnisse? Sie sind noch nicht fertig. Aber das, was mir Spurensicherung und Pathologie soweit sagen konnten, das war schon sehr interessant. Eine zerbrochene Modellrakete.
Benjamin hat sich gestern ziemlich drüber aufgeregt, dass eine fehlte. Er wird wohl eine neue brauchen. Auf dem Dach fanden sich diverse Bruchstücke. So wie das, was ich auf dem Sofa gefunden habe. Ja. Splitter der Rakete fanden sich dort oben und in Philipps Haar. Sie sind gerade dabei, sie zusammenzusetzen, aber so wie es ausschaut, scheint auch mit deinem Teil ein beträchtlicher Teil der oberen Hälfte zu fehlen. Dann wurde Amminger mit der Rakete erschlagen. Die Blutflecken? Möglich. Jemand schlägt Herrn Amminger nieder und behält die obere Raketenhälfte wegen der Fingerabdrücke. Er oder sie schleift Herrn Amminger hinter den Schornstein, um ihn dort zu verstecken. Aber für die untere Hälfte und für die Splitter bleibt keine Zeit mehr, weil die Frau Brack im Fenster auftaucht. Die dunklen Striche waren Spuren seiner Absätze. Ich denke, wir sollten uns langsam von Frank Schögels Unfalltheorie verabschieden und bei denen nachhaken, die in Philipps unmittelbarer Nähe waren. Du meinst den Jungen? Ihn, seine Schwester Angela und Frank. Vielleicht hat Frau Brack wirklich recht gehabt. Und sie schützen sich gegenseitig. Also ich fahre jetzt dann einmal zu Benjamins Therapeutin. Und wenn Theo die Zeiten gestoppt hat, dann wissen wir mehr. Ja. Herr Schögel, alles in Ordnung? Ja, schon gut. Bin ein bisschen außer Atem. Nicht mehr im Training, bin ich nicht gewöhnt. Gestern immer auf und ab. Ja. Ich müsste nachher noch auf die Dächer. Der Dachboden ist ja offen. Ich habe keine Ahnung, bin ich hier oben. Aber wenn nicht, hat Herr Amminger einen Schlüssel. Danke. Bitte. Herr Amminger. Wow. Schwere Geschütze. Plan B nach der verpatzten Unterschriftenaktion. Was ist denn das? Das ist ja furchtbar. Benjamins Zeichnungen der letzten Jahre. Dadurch, dass er nicht in der Lage scheint, sich verbal auszudrücken, nutzt er die Maltherapie umso mehr. Mit Hilfe der Bilder äußert er Gefühle und verarbeitet so psychische Ereignisse. Würde ich dieses Ereignis wirklich verstehen? Ich denke schon. Auch wenn Benjamins Therapeutin einen Vorsatz absolut ausschließt, also jemanden niederzuschlagen, über das Dach zu schleifen und bis auf Weiteres verstecken zu wollen, das wäre undenkbar. Also ich meine, so nur eine tote Taube ist eine gute Taube. Das ist doch illegal, oder? Ja, absolut. Und das habe ich mal gesagt. Und dann habe ich nie mehr was von dem gehört. Und Sie denken, er hat eine andere Firma dafür gewinnen können? Also, eine seriöse nicht, das ist gewiss. Aber sagen Sie mal, sehen Sie da irgendwas auf dem Dachboden rumstehen? Spraydosen? Ja, hier stehen Spraydosen. Insektenspray. Eine ganze Menge. Und volle Müllsäcke. Vogelfutter steht hier auch noch. Und Gips? Gips? Ach, dann gute Nacht. Das habe ich kommen sehen. Alles ein bisschen viel für Sie gerade, hm? Sie sollten sich mal hinlegen. Nein, es ist schon in Ordnung. Wissen Sie, ich glaube, diese Therapeutin ist einfach sauer, weil ich Benny nur einmal die Woche zu ihr schicke. Und deswegen sagt sie so Sachen. Ja, Philipp war vielleicht mal ein bisschen lauter zu Benny, aber das ist doch keine Bedrohung. Er hat ihn früher auch mal gehänselt, das haben aber andere auch. Und außerdem macht ihm das gar nichts mehr aus. Ja, da sprechen seine Bilder aber eine ganz andere Sprache, Herr Schögel. Das sind Horrorszenarien.
Der hatte Angst vor Philipp. Nein, Benny hat keine Angst. Ah, wie kommen Sie denn darauf? Jeder Mensch hat Angst. Autisten nehmen die Welt völlig anders wahr als wir. Die schalten alles aus, was sie überfordert. Benny hat die Tauben und die Raketen und das ist wichtig für ihn. Was anderes nimmt er gar nicht wahr. Wovor soll der denn Angst haben? Aber Philipp Amminger hat er wahrgenommen als überdimensionale Gefahr sich und seinen Geschwistern gegenüber. Amminger hat immer wieder versucht, ihn und seine Tauben loszuwerden. Wird's Autisten da nicht irgendwann mal zu viel und die fangen an, sich zu wehren? Kommen Sie mal mit. Kommen Sie. Gehen Sie ruhig zu ihm hin und fassen Sie ihn an. Gehen Sie ruhig hin und fassen Sie ihn an. Benny. Benny, ist alles gut. Ist nicht so schlimm. Nur seine Schwester und ich dürfen ihm so nahe kommen. Benny kann sich nicht wehren, geschweige denn jemanden vom Dach stürzen. Wenn Philipp Amminger ihn angegriffen hätte, wäre er lieber selber vom Dach gesprungen. Verstehen Sie? Ja? Nein, meine Kollegin wird ihn heute sicher noch... Okay. Ja? Wiederhören. Manni, was machst du denn hier? Oh, Horst, ich hab's nicht mehr ausgehalten. Hard Rock von allen Seiten, ohne Pause. Überall gröhlende Menschen, von denen ich mindestens die Hälfte wegen schweren Drogenmissbrauch und sexueller Nötigung hätte verhaften müssen. Ich bin einfach zu alt für sowas. Fahr raus aufs Land, gönn dir ein bisschen Ruhe, du hast doch frei. Nach nur einem freien Tag habe ich meinen Schreibtisch vermisst. Kannst du dir das vorstellen? Ach, übrigens, eine Frau Amminger hat angerufen. Sie wollte wissen, warum Susannes Telefonnummer auf ihrem Display war. War das wichtig? Das kann man wohl so sagen. Ich rufe Sie gleich zurück. Übrigens, Manne, wenn deine Sehnsucht wirklich so groß ist, in dieser Mappe findest du alle Informationen über den Fall Philipp Amminger. Und wenn du damit durch bist, dann könntest du dir diese Ordner vornehmen. Die hat der Theo aus Ammingers Wohnung. Mietverträge, Mieter diverses. Schau, was du über Schögel und Richter herausfinden kannst. Und Manne, bitte... Zieh dir was anderes an. Furchtbar. Mensch, nur zwei Stunden früher und wir hätten uns das Bücherwälzen sparen können. Von den Sturzwunden mal abgesehen, habt ihr uns diesmal was wirklich Seltenes auf den Tisch gelegt. War nicht gerade einfach, die kleinen Dinge bei all den Schwellungen zu erkennen. Sie dann noch zum Stimmen hätte ich natürlich gerne euch überlassen. Aber zeig mir noch mal die Bilder von deinem Schädlingsbekämpfer. Ja, sind besser als meine. Ja, keine Frage. Das sind sie. Argus reflexus, die kleine gemeine Taubenzecke. Ein Biss ist schon selten, aber gleich drei. Der Mann hat ein echtes Problem in seiner Wohnung. Und noch diverse andere da drin. Ich kann noch nichts über mögliche Schlagwunden sagen. Wenn da welche sind, dann werden die gerade hübsch von den Sturzverletzungen überlagert. Aber sollte der Mann wirklich von jemandem gestoßen worden sein, dann könnte man fast sagen, dass er ihnen damit einen Gefallen getan hat. Was derselbe Amminger, der Benjamin schikaniert hat, der mit einer Unterschriftenaktion versucht hat, die Nachbarn gegen sie aufzuhetzen, dieser Amminger, der war mal unzertrennlich mit Frank, Angela und Benjamin befreundet. Das war so. Die waren Tag und Nacht zusammen. Unzertrennlich. Ja, und was ist dann passiert? Dann haben sich beide Jungs praktisch über Nacht in Angela verliebt. Gleichzeitig. Und dann war die Hölle los. Und Angela musste sich für einen von beiden entscheiden. Lang ist's her.
Solange ich ein Motiv für einen möglichen, sehr aktuellen Mord vermute, ist es mir vollkommen egal, wie lange das her ist. Philipp hat den Kürzeren gezogen, wir sind zusammengekommen und er ist ziemlich ausgerastet. Würden Sie mir ziemlich ausgerastet bitte näher erklären? Er hat falsche Geschichten über uns in der Nachbarschaft verbreitet. Anonyme Anrufe von früh bis spät, über Monate. Wir haben sehr darunter gelitten und Benny hat das natürlich alles mitbekommen. Er konnte nicht verstehen, wieso Philipp nicht mehr unser Freund sein wollte und wieso er plötzlich so böse zu uns war. Zu der Zeit hat er dann angefangen, diese Bilder zu malen. Als Sie dann in Hamburg waren, hörten die Belästigungen von Herrn Amminger auf? Für uns ja, aber leider nicht für Benny. Und da haben Sie ihn nicht zu sich nach Hamburg geholt? Wie hätten wir das denn machen sollen? Ich meine, hier hat er sein Dach, seinen Vater, den er über alles liebt. Und Frank hat damals noch studiert und ich den ganzen Tag gearbeitet. Je älter Benny wurde, desto schwieriger wurde es, mit ihm und seiner Krankheit umzugehen. Mein Vater war der Einzige, der sich um ihn kümmern konnte und auch wollte. Warum hätten wir ihn mitnehmen sollen? Er gehört hierher zu meinem Vater. Geht das, dass Benny und ich noch eine Weile hier oben bleiben? Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Ja, gut, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Alles klar. Benny! 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 Benny, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm? Das kann doch mal passieren. Gestern war ein aufregender Tag, da kann man die Tauben mal vergessen. Die kommen ganz bestimmt alle wieder. Fütter sie. Komm. Erzählen Sie uns, wie es nach Ihrer Flucht nach Hamburg schließlich doch dazu kam, dass er ausgerechnet Sie als Architekt wollte. Die Streitereien waren noch längst gegessen. Er rief an, um sich mit uns zu versöhnen. Meinte, wenn einer den Boden ausbauen sollte, dann doch wohl ich. Der Dachboden war damals unsere Höhle. Dort haben wir immer zu dritt unsere Zeit verbracht. Oder sind zu Benny aufs Dach. Alles war gegessen und man freute sich über die wiedergewonnene Freundschaft alter Tage. Das ist natürlich Unsinn. Und Sie wissen das. Hier, das haben wir aus Ammingers Unterlagen. Sie hatten einen Deal, steht hier schwarz auf weiß. Dachausbau gegen den Jungen. Sie bekommen den Auftrag und nach Fertigstellung sorgen Sie dafür, dass der Junge vom Dach verschwindet und mit Ihnen nach Hamburg geht. Sind doch Ihre Unterschriften, oder? Moment, bitte. Was macht denn Manne hier? Später. Gut, dass du da bist. Was hat das Zeitstoppen auf dem Dach ergeben? Wir könnten das Ergebnis jetzt sehr gut gebrauchen. Ach, verdammt, Horst, das habe ich total vergessen. Wie bitte? Ich habe nur noch die Tauben im Kopf gehabt. Das hat sich auch wirklich gelohnt. Ruf die Susanne an. Vielleicht ist sie ja noch dort. Sie soll sich so schnell wie möglich drum kümmern. Was hätten wir denn machen sollen? Sieht nicht gerade rosig aus in meinem Job. Wir mussten uns auf den Deal einlassen. Wir hatten eine Menge Schulden. Okay, vielleicht hätten wir es Ihnen sagen sollen. Aber was ist denn so schlimm daran? Philipp bekam seine Wohnung und wir konnten unsere Schulden bezahlen. Jetzt hätten wir Benny auch viel besser mit nach Hamburg nehmen können. Wo liegt da das Problem? Bei Ihrem Bruder. Hier ist sein Dach, sein geliebter Stiefvater. Er wäre nie mit Ihnen nach Hamburg gegangen. Das wissen Sie doch am besten. Ihr Bruder wusste nichts von Ihrem Kuhhandel, nicht wahr? Wir wollten es ihm sagen. Deswegen wollten wir uns ja gestern alle in der Wohnung treffen. Ah ja, die Einweihung. Und Ihr Vater, wusste der davon? Nein. Wir haben uns bisher noch nicht getraut, es Ihnen zu sagen. Ich wusste doch, ich habe irgendwo eine Stoppuhr. Ach, vielen Dank. Ich werde das lobend in meinem Bericht erwähnen. Ja, schön. Übrigens, ich wäre sehr froh, wenn es irgendwie dazu dienen kann, den Verdacht gegen meinen Benny aus der Welt zu schaffen. Das wird schon. Das sehe ich aber ganz anders. Benjamin hatte keine Ahnung, Ihr Vater wusste nichts und auch Frau Amminger hat nichts erzählt. So wie es ausschaut, waren Sie und Herr Amminger die Einzigen, die von diesem Deal gewusst haben. Sie haben sich doch gezielt nicht getraut, Ihren Vater und Benjamin zu informieren. Warum? Weil alles beim Alten bleiben sollte. Sie machen gute Miene zum bösen Spiel, schnappen sich das Geld und bringen den einzigen Mitwisser, der Ihnen und Ihrem Bruder so übel mitgespielt hat und der jetzt auch noch Ihren Bruder vom Dach vertreiben will, zum Schweigen. Herr Schögel, Sie, Frau Richter und Benjamin haben als Einzige kein Alibi, aber eine Menge Motive. Und Sie kamen unmittelbar nach dem Sturz auf die Terrasse gelaufen und wo Sie davor waren, weiß niemand.
Und nur Sie erzählen die Geschichte vom gestressten Bauherrn Amminger, der sich übernimmt und aus Gründen mysteriöser Schwindelanfälle vom Dach fällt. Aber so war es. Fragen Sie die Arbeiter. Die haben ihn doch auch andauernd wegnicken sehen. Philipp war krank. Würdet ihr bitte mal kommen? Er hat recht. Philipp Amminger war mehr als krank. So wie es aussieht, hat er den Dachboden im Seitenflügel selber und unsachgemäß von Wildtauben und deren Kot befreit. An einen Eigenschutz vor diversen Bakterien im Kot und dem Federstaub der Tauben hat er anscheinend gar nicht gedacht. Und warum erfahre ich das erst jetzt? Weil du so schnell wieder in deinem Büro verschwunden bist und ich euch nicht unterbrechen wollte. Ornithose. Auch Papageienkrankheit genannt. Er muss beim Säubern des Dachbodens Unmengen des Erregers eingeatmet haben. Sein Körper war voll davon. Wenn jemand so immungeschwächt ist wie Philipp Amminger, dann kann es sehr gefährlich werden. Schwindelanfälle? Benommenheit, Schwindel, hohes Fieber, Reizhusten, bis hin zur lebensgefährlichen Hirnhaut- oder Lungenentzündung. Letztere ging bei Amminger gerade los. Das wird schon, Herr Stöckl. Wie mit Gips? Ins Futter gemischt. Ist die günstigste Taubenvergiftungsvariante, die es gibt. Leider für die Tiere auch die grausamste. Welche Ironie, er tötet die Tauben und ausgerechnet deren Überreste schlagen genauso hinterhältig und grausam zurück. Und nicht nur die. Philipp Amminger hat noch einen wichtigen Punkt unterschätzt. Die Parasiten. Taubenzecken. Kleine, krabbelnde Parasiten, die sich vom Blut der Tauben ernähren und plötzlich ihre Wirte beraubt wurden. Und die hat Herr Amminger nicht bekämpft? Er hat's versucht. Mit Insektenspray. Hatte damit aber kein Glück. Das sind ganz schön zähe Biester. Die sich nun, wo keine Tauben mehr da waren, auf die Suche nach neuen Wirten gemacht haben. Ganz genau so ist es. Sie krabbeln los und stürzen sich, je nach Hunger, auf alles, was Blut hat. Philipp Amminger. Er war direkt unter dem Dachboden, in seiner Übergangswohnung. Und dort scheinen auch einige angekommen zu sein. Drei Bisse am rechten Unterarm. Horst. Auch Taubenzecken können schwere allergische Reaktionen wie Kurzatmigkeit und Schwindel hervorrufen. Tja, vielleicht ist er ja doch von allein vom Dach gestürzt. Es wird wohl heute nichts mehr mit den Zeiten vom Dach. Die Susanne war auch schon einmal schneller. Schön. Ja, ja, genau heißt doch genau, oder? Also hetzt mich nicht. Wenn du jetzt auch noch die Ziegel aufs Dach malst, lache ich mich tot. Also, wir haben Philipp Amminger hier. Klaus Schögl war im Hinterhof mit dem Sperrmüll beschäftigt. Frau Brack hat das bestätigt. Als sie vom Einkaufen in den Hinterhof kam, war er genau hier. Die Mieter der anderen Wohnungen waren entweder nicht zu Hause oder haben ein wasserdichtes Alibi. Bleiben noch Frank, Angela und Benjamin. Die deiner Meinung nach nur in der Wohnung unter dem Dach gewesen sein konnten. Hundertprozentig. Ich bin alle Varianten durchgegangen. Frau Brack hat ausgesagt, sie seien unmittelbar nach dem Sturz auf die Terrasse gelaufen. Selbst mit einer kleinen Verzögerung, wie es bei Benjamin der Fall war, hätten sie für den perfekten Sprint übers Dach wesentlich länger gebraucht. Dann haben wir keine Verdächtigen mehr. Meine Rede. Kreislaufkollaps und ab. Der Einzige, der auf dem Dach war, war Philipp Amminger. Höchstens noch die Tauben, die gefüttert wurden. Habe ich das richtig verstanden? Er stürzt und schleift sich selbst übers Dach? Wartet mal. Die Tauben wurden nicht gefüttert. Benjamin hat's vergessen. Dass mir das nicht gleich aufgefallen ist. Aber der Junge hätte doch nie seine Tauben vergessen. Eben. Ordnung und Pünktlichkeit, da macht ihm keiner was vor. Die Tauben und seine Raketen, das ist alles, was er sieht, hat Klaus Schögl gesagt. Der Futterautomat. Angenommen, der Junge lässt sich darauf ein, die Tauben von jemand anderem füttern zu lassen. Jemand, der durch die Begegnung mit Philipp Amminger daran gehindert worden ist und auch später nicht mehr daran gedacht hat. Soweit ich mich erinnern kann, waren wir gerade so weit, dass uns die Verdächtigen ausgegangen sind, oder? Es sei denn, wir hätten da was übersehen. Und es gibt jemanden, dessen Alibi nicht ganz so wasserdicht ist, wie wir dachten. Der Junge war halt aufgeregt wegen dem Treffen mit Philipp. Dann hat er es vergessen. Nicht er hat es vergessen, sondern Sie, richtig? Deswegen hat sich Benjamin gestern so aufgeregt. Weil er enttäuscht war von Ihnen. Er hatte sich auf Sie verlassen. Na,
Nein, ich war nicht auf dem Dach. Ich habe unten das Gerümpel weggeräumt. Sie haben nur den Haufen gesehen. Und die Frau Brack hat... Frau Brack hat nur bestätigt, sie im Hof gesehen zu haben. Mehr nicht. Genauso, wie sie uns gerade bestätigt hat, dass sie für ihren Weg vom Hof bis in ihre Wohnung mit längeren Verschnaufpausen in jeder Etage so um die 10 Minuten braucht. Genug Zeit für sie, aufs Dach zu kommen. Ich brauche doch mindestens genauso lang. Ich bin krank, das wissen Sie. Ja. Aber erst, nachdem Sie gebissen worden sind. Vorher waren Sie kerngesund. Brauchten sich nicht ständig am Arm jucken, oder? Ich habe mich da an einen Nagel verletzt, vor 2 Tagen. Herr Schögel, ein Arzt wird uns sicher bestätigen, dass das ein Biss einer Taubenzecke ist. Er kann uns auch sicher sagen, wie alt der Biss ist. Schwindelanfälle, Kurzatmigkeit, erhöhter Blutdruck. Klare Symptome für die allergische Reaktion auf den Biss einer Taubenzecke. Taubenzecken, die bisher nur in unmittelbarer Umgebung von Philipp Amminger waren. Hier gibt es überall Tauben. Wenn das wirklich so ein Biss von so einer Zecke ist, dann kann ich doch überall gebissen worden sein. Nein, das können Sie nicht. Sie gehen nicht an Menschen, wenn Tauben in der Nähe sind. Es besteht hier keine Gefahr. Sie hatten das Pech, dass Sie mit Philipp Amminger zusammengetroffen sind, der die Zecken bereits an sich hatte. Wahrscheinlich ist einer auf Sie übergegangen, als Sie Amminger übers Dach geschleift haben. Herr Schögel, sagen Sie uns, was passiert ist. Ich war tatsächlich auf dem Dach. Ich wollte dem Jungen das Füttern abnehmen. Ich wollte sicher gehen, dass er rechtzeitig zu dem Treffen mit Herrn Amminger kommt. Weil das ist sehr wichtig, dass die beiden ein gutes Verhältnis haben. Weil Herr Amminger sollte ja direkt unter ihm wohnen. Aber Herr Amminger hat Ihnen erklärt, dass er nicht beabsichtigt, das Dach mit Benjamin zu teilen. Er hat Ihnen von dem Deal mit Angela und Frank erzählt, nicht wahr? Ich kam mit dem Futter, dann stand er plötzlich grinsend neben mir und hat mich gefragt, ob ich mich von dem Jungen schon verabschiedet hätte. Ich wusste gar nicht, was er meint. Und dass jetzt Schluss ist mit Benny und den Tauben und der Junge kommt ins Heim und zu den anderen Verrückten. Dann hatte ich plötzlich die Rakete in der Hand und ich habe zugeschlagen. Philipp, Herr Amminger, das wollte ich nicht, es tut mir leid. Komm, ich bring dich runter, irgendwie. Die Angela kann ja das verbinden, die warten ja schon auf dich. Pack deine Sachen, alter Mann, und verschwinde mit deiner kranken Familie aus meinem Haus. Philipp, Entschuldigung, ich wollte das nicht. Was kann ich denn tun? Warum geht das nicht? Ich sag's nicht nochmal, nimm deinen behinderten Scheißer und geh gleich mit ins Heim. Nimm den, mach die Tür zu. Ah, Scheißviecher! Ich wusste, ich konnte nichts mehr ändern. Angela und Frank würden den Jungen mit nach Hamburg nehmen. Ausgerechnet die beiden, die sich einen Dreck um den Jungen geschert haben die letzten Jahre. Komm her. Das wäre mein Ende gewesen, verstehen Sie? Der Junge ist mein Leben. Ist gut, 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 ist gut. Und ich bin seins. Keiner hätte sich daran gestört, wenn es nur ein Unfall gewesen wäre. Keiner. Warum tun Sie uns das an?
Es ist ja im Affekt passiert. Da hat er doch gute Chancen, mit Totschlag davonzukommen, oder? Ich habe immer von Unfall gesprochen. Hättet ihr nur mal auf mich gehört. Wir haben einen guten Job gemacht. Trotzdem fühle ich mich zum Kotzen. Ganz genau. Wir haben unseren Job gemacht. Andersrum hätten wir alles vertuschen und unter den Teppich kehren müssen. Und jetzt fragt euch einmal, ob wir damit dann glücklicher geworden wären. Sehen Sie, Frau Back, kommt alles weg. Ja, hier muss noch was ganz anderes weg, Herr Schögel. Da sehen Sie, schon wieder eine Feder im Eingang. Ich werde das Herrn Amminger melden. Nein, bitte, Frau Back, das brauchen Sie nicht. Ich kümmere mich sofort drum. Mach ich doch immer. Gut, dass wir es sagen. Tja. Was sagst du? Was soll ich sagen, mein großer Architekt? Kaum zu glauben, dass das der alte, miefige Dachboden war, auf dem wir immer gespielt haben. Und auf dem wir uns das erste Mal geküsst haben. Ich wollte, ich hätte das alles für uns gebaut. Dann wäre einiges einfacher. Ja, das wär's. Noch 5 Minuten und ein neues Leben beginnt. Wo bleibt denn Benny? Der kommt schon. Philipp wird gleich hier sein. Du hast doch gesagt, er geht immer übers Dach. Und was ist, wenn sie... Es ist alles geklärt. Was soll denn passieren? Wenn Philipp Benny alles erzählt ohne uns, dann... Wir dürfen jetzt nichts riskieren. Ich gehe rauf und hole ihn. Drecksviecher, verdammt. Abgeknallt gehören die. Werden noch gefüttert. Wo sind wir denn hier? Herr Amminger, sind Sie das? Herr Amminger! Amminger! Geh mit ihm ins Haus, na los. Ich hab's gesehen, Herr Schögel. Ich hab alles gesehen. Ich ruf die Polizei. Was denn? Was haben Sie gesehen? Rufen Sie einen Krankenwagen, einen Krankenwagen! Scheiße, Scheiße. Sag mal, Horst, hörst du mir eigentlich zu? 3 Tage die besten Rockbands der Welt. Feuerstuhlshow, Miss Wett T-Shirt Contest mit echten Playmates, das ist der absolute Wahnsinn. Dass ihr euch immer noch ködern lasst von so niederen animalischen Reizen? Niedere animalische Reize.
Was heißt hier eigentlich immer noch? Horst, das ist Spaß und Action pur. Das ist Stress, Theo. Reiner Stress. Ich wüsste da weitaus bessere Möglichkeiten für Manni, seine Überstunden einmal besinnlich, ruhig und vor allem erholsam abzufeiern. Ja, soll er vielleicht mit dir nach Bayreuth fahren? Und? Ist Manni gut weggekommen? Ja, er sitzt auf seinem Feuerstuhl und reitet der Sonne entgegen. Philipp Amminger, 27 Jahre, Sturz vom Dach. Das ist, was er bei